Okay, es regnet. Es regnet, Leute. Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einem zweiten Teil von Tribe. Ich habe wirklich Bock auf das Game. Es macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß, vor allem wenn es so ein bisschen Medieval Dynasty Flair hat. Wenn es euch auch Spaß macht, vergesst den Follow nicht, vergesst das Abo nicht, vergesst den Like nicht und den Kommentar. Füttert den Algorithmus, dann pusht das Video. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Teil von Tribe. Let's go. Oh, ich muss pennen, ne? Ich muss auf jeden Fall schlafen. Da unten ist nichts mehr. Ich muss dringend schlafen. Okay. Naja, dann können wir ja gleich, wenn wir da geschlafen haben, Hammer herstellen und die Hütte umsetzen. Du bist dehydriert. Trinke frisches Wasser aus dem Fluss. Du kannst Trinkschläuche anfertigen, um überall Zugang zu Wasser zu haben. Ja, okay. Wir müssen dringend was trinken. So. Jetzt ist Projekt Hütte umsetzen. Wichtig. Wir haben jetzt erstmal uns um Nahrung gekümmert. Jetzt müssen wir die Hütte umsetzen. Jetzt sind hier zwei Hasen auf der Wiese, okay? Ihr traut euch was. Ich stelle erstmal wieder ein Messer her, damit ich eins habe. Ich habe ja meins abgegeben. Jetzt stellen wir einen groben Hammer her. So, wenn wir jetzt den Hammer in die Hand nehmen. Ah ja, verwerten. Benutze den Hammer, um ein paar Ressourcen von Ruinen oder von dir errichteten Gebäuden wieder zu erlangen. Schlag dreimal mit dem Hammer auf ein Gebäude, um die Zerstörung zu bestätigen. Leere vor dem Abriss die Truhen und hebe die Zuweisung der Arbeiter auf. Ja, okay, verstehe. Ah ja, interessant. Also genauso wie man es Schritt für Schritt aufbaut, baut man es auch Schritt für Schritt wieder ab. Verstehe. Nice. So, jetzt versetzen wir die Bude. Am besten hier so hin. So, Kuh. Und dann privat. Und was ist das? Schlafhütte. Was macht denn die Schlafhütte? Erhöht die maximale Anzahl der Stammesangehörigen um 3. Ah. Nice, das ist... Ah, sehr gut, finde ich gut. Okay, wir stellen jetzt erstmal hier unsere Hütte hin. So. Ah ja, wir brauchen mehr Holz. Also es ist tatsächlich so, dass man mit dem Hammer zwar... Was ist das denn da hinten? Was flitzt denn da über die Wiese? Was bist du? Hallo? Ein Waschbär. Ach, ein Waschbär. Nice. Was wollte ich sagen? Ist tatsächlich so, dass man mit dem Hammer nicht 100% aller Ressourcen wiederbekommt, wenn man die Hütte abbaut, sondern nur einen Teil. Interessant zu wissen, oder? Oh. Oh, meine Axt ist weg. Hm. Ich hoffe, wir brauchen kein Holz mehr. Wird so schwierig, eine herzustellen. Oder Bambus. Bambus wird auch schwierig. Ja. Aber ich weiß noch, wo eine Werkbank von den Eingeborenen ist. Ja, wir brauchen Bambus. Ich muss zu der Werkbank der Eingeborenen, um mir eine Axt herzustellen, damit wir wieder Bambus farmen können, damit wir unsere eigene Werkbank herstellen können. Oh Gott. So, ich habe jetzt tatsächlich einen anderen Plan. Ich werde zuerst die Fischerhütte abreißen und mit den Ressourcen dann die Werkstatt wieder aufbauen. Ich hoffe, das klappt. Achso, wir müssen zuerst das Lager leeren. Okay, verstehe. Kannst kein bewohntes Gebäude abreißen. Ah ja. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt genug Ressourcen, um die Werkstatt wieder aufzubauen. Okay. Sehr gut. Wir haben wieder eine Werkstatt. Und ich kann eine große Axt herstellen. Wir brauchen Steine. Okay, verstehe. Wo gibt es nochmal Steine? Gibt es Steine nur in Höhlen? Das ist heute die große Ressourcensuchfolge.
Also es gibt hier viele Steine, die sehen so aus, als ob man die mitnehmen kann. Kann man aber nicht. Was ich meine? Also hier, die sehen noch alle aus, als ob man die mitnehmen kann. Kann man aber nicht. Ja, hier gibt es nämlich diese großen Felsen und hier drumherum liegen die Steine. Die blauen. Dann nehme ich gleich erstmal so viel mit, dass ich demnächst Ruhe habe. Sag ich mal. Vor Steinen. Die spawnen ja hoffentlich wieder nach. Hoffentlich. Grobe Axt, jetzt haben wir endlich wieder eine Axt. Sehr schön. Ich stelle auch gleich mal einen Speer her. Den hatte ich auch nicht mehr. So. Jetzt können wir gucken, dass wir hier unten die Fischerhütte wieder aufbauen. Hier führt ja so ein richtig schöner Weg nach unten. Direkt hier an dem Weg, der hier runterführt, hier die Fischerhütte hinbauen. Das ist gar nicht so einfach, hier einen Spot zu finden, wo man die hinsetzen kann. Muss die anscheinend so ein bisschen so schräg reinsetzen, aber ist ja egal, wir sind in der Steinzeit, da ist alles ein bisschen schräg. Ja, ist okay. Tiefes Englisch, Englisch ist modern, sag ich immer. Okay, jetzt brauchen wir wieder dieses Bambus-Totem. Achso, wir haben noch eins. Sehr gut. Top. Okay, Hütte steht. Also Fischerhütte. Und wir teilen jetzt hier schon mal. Ich mache einen neuen Speer, den ich hier reinsetze. Und kann ich hier irgendwie das teilen oder so? Ah ja, okay. Dann kann ich das teilen. Dann kann ich einfach 5 reinsetzen. Zack. So. Jetzt bauen wir noch einen schönen Speer dafür. Und dann dürfen wir wieder angeln. Oder fischen. Oder wie auch immer. Und wir müssen schlafen gehen schon wieder. Es ist schon wieder Nacht. So. Ich trinke was und dann gehen wir erstmal die Quest. Ja, guck mal. Guck mal, die machen doch was. Sehr gut. Ah, kann das sein, dass man mit dem Schlafen die Ressourcen wieder respawnen lässt hier? Das könnte sein, ne? Tut ihr hier noch was? Ne, ihr habt kein Messer, ne? Gebt euch mal meins. Und ich gebe euch mal mein Fisch. Kann ich mir noch selber ein Messer herstellen? Geht das noch? Ja. 2 Steine brauchen wir nur. 2 Steine. So, ich gehe jetzt erstmal zum Ältesten und quatsch den an. Der hat wahrscheinlich eine neue Quest für uns. Wir müssen dann wahrscheinlich irgendwas mit den Dudes hier noch machen. Vielleicht neue engagieren oder so. Keine Ahnung. Dorflager. Um Hütten miteinander zu verbinden, teile sie im Stammesmenü dem Lager zu. Je mehr Träger im Lager sind, desto mehr Hütten können verbunden werden. Naja. Sehr gut. So, wir sollen jetzt die Fischerhütte dem Dorflager zuteilen und die Kochhütte dem Dorflager zuteilen. Und dann sollen wir Träger anheuern. Okay, okay. Dorflager hier, okay, verstehe. So. Und hier machen wir das jetzt auch. Zugewiesen, Dorflager. So. Und jetzt Stamm. Lagerbestände. Dorflager. Haben wir schon eins? Oder wie läuft das jetzt? Jetzt kann ich hier aber keine Träger zuordnen. Hier steht aber zu viele Hütten zugewiesen. Jeder Arbeiter kann nur 3 Hütten zugeteilt werden. Stelle mehr Arbeiter im Lager an oder baue ein neues. Warte mal, habe ich jetzt vielleicht, wenn ich jetzt hier einen abziehe. Achso, dann habe ich erst wieder einen. Okay. Ja, dann teile ich überall erstmal bloß einen ein. Aber ich habe anscheinend nicht genug Arbeiter. Und jetzt können wir theoretisch 2 Träger hinzufügen.
Die jetzt von links nach rechts tragen. Okay, jetzt müsste es automatisiert versuchen. Also, es müsste jetzt automatisiert funktionieren. Sehr gut. Wir gehen zurück zum Ältesten. Er hat die neue Quest. Er erklärt uns halt jetzt tutorialmäßig Schritt für Schritt, was wir tun müssen, bla bla bla. Wahrscheinlich hätte ich es auch selber herausfinden können. War jetzt nicht so kompliziert. Sprich mit dem Speer. Aha. Okay, na, gehen wir mal zum Speer. Wo auch immer der da hinten ist. Da wird leider keine Meterzahl angezeigt, wie weit ich noch entfernt bin von dem. Aber vielleicht kann ich mal auf der Map gucken. Ja, der muss ja eigentlich gleich in der Nähe sein. Hier unten müsste er jetzt durchkommen. Da ist er. Aha. Hallo, Wassermatter. Misa. Finde einen anderen Verbannten. Finde einen anderen Verbannten. Okay, da hinten. Am Strand. Ah ja. Dann gehen wir zum Strand. Hier führt ein Weg, glaube ich, zum Strand. So, hier haben wir unseren anderen Verbannten. Aha. Okay, ich habe ihn gerettet. Du hast vielleicht eine Chance bei unserem Stamm, aber nur, wenn du bereit bist, hart zu arbeiten. Finde unseren Ältesten in der Höhle beim Dorf. Nur Stammesangehörige mit einem Schlafplatz können zur Arbeit eingeteilt werden. Baue neue Schlafhütten, wenn die Bevölkerung die Anzahl der Schlafplätze übersteigt. Ach so, ich generiere also nicht einfach so neue Stammesangehörige, indem ich Schlafhütten baue, sondern ich muss die tatsächlich hier unten am Strand auflesen. Okay. Was ist das? Warum ist das gelb? Ist das Schwefel? Ich glaube doch. Ich glaube, es ist Schwefel. Es sieht zumindest so aus wie Schwefel. Wie sieht das jetzt aus mit der Schlafplätze 4? Ja, wir müssen so eine Schlafhütte bauen. Dann machen wir das doch mal. Wir können hier unten am Fluss bleiben. Der führt uns direkt zum Lager. Achso, vielleicht spreche ich erstmal mit dem Speer. Der sagt uns wahrscheinlich, dass wir eine Schlafhütte bauen sollen. Könnte ich mir vorstellen. Sprich mit dem Ältesten. Ach, scheiß drauf. Ich baue jetzt einfach so eine Schlafhütte. Egal. Vielleicht habe ich dann schon die Quest erledigt, die mir jetzt der Älteste geben möchte. Aber ich möchte jetzt einfach sicher gehen, dass der Typ was zum Pennen hat. So, einfach hier hingebaut. Holz bauen wir. Wie sieht das da aus? Sieht doch ganz okay aus. Vom Platz her. So, Schlafhütte gebaut. Hier gibt es 3 Schlafplätze. Ist das so? Wohnbereich. Schlafhütte 3. Ja, sehr gut. Okay. Jetzt haben wir 7 Schlafplätze und 5 Bevölkerung. Schön. Hat der Typ also auch einen Schlafplatz. Freut mich. So, dann gehen wir mal zum Ältesten. Mal sehen, was der möchte. Stammesbevölkerung. Sprich mit dem Speer, um neue Verbannte zu finden, die sich deinen Stamm anschließen können. Er sollte einen Punkt auf deiner Karte markieren. Okay. Führe Ritualgeschenk des Könnens durch. Baue eine Sammlerhütte. Erhöhe die Bevölkerung auf 8. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen Quests, die ein bisschen umfangreicher sind. Also da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Wo kriegen wir nochmal Äste her? Das waren so Büsche, ne? So vertrocknete Büsche, da kriegen wir Äste her. Da müssen wir gleich nochmal suchen, weil wir brauchen die Äste für die Talismane, ne? Aber erstmal gelbes Gras für den Weihrauch. So, das müssten hier diese Büsche sein, wo man Äste herkriegt, ne? Ja, da kriegst du bloß einen Ast pro Busch, aber warum nicht? So, jetzt können wir wieder zur Höhle der Rituale, ne? Und können da das Ritual durchführen. Geschenk des Könnens, naja.
Feuer. So, Schamanenhütte auch freigeschaltet. Sehr gut. Bau eine Sammlerhütte, erhöhe die Bevölkerung auf 8. Also das heißt, wir haben jetzt gerade 7. Ne, wir haben 7 Schlafplätze. Wir haben 7 Schlafplätze und Bevölkerung 5. Das heißt, wir brauchen noch 3 Leute. Okay, okay. Das heißt aber auch, wenn wir die Bevölkerung auf 8 erhöhen sollen, dass wir noch eine zweite Schlafhütte brauchen. Also wir müssen jetzt eine Schlafhütte bauen und eine Sammelhütte. Guck mal, ich bin Baumeister schon auf 11, ne? Level 11. Ich weiß nicht, was das heißt. Was verändert sich dann da? Die Baugeschwindigkeit oder wie viele Ressourcen ich brauche? Oder was ich alles bauen darf, freischaltungsmäßig? Keine Ahnung. Kann man das nachlesen? Charakter. Baumeister, die Gebäude kosten weniger Energie. Der Abriss mit einem Hammer bietet eine größere Chance, Ressourcen zurückzugewinnen. Ah, ja, ja, ja. Okay, verstehe. Ah, okay, okay. Ich habe nochmal mit dem Speer gesprochen. Der hat uns jetzt nochmal einen Wegpunkt gegeben für einen neuen Dorfbewohner. So, dann haben wir jetzt eigentlich nur noch die Aufgabe, die Bevölkerung zu erhöhen. Das heißt, ich gehe zu dem Wegpunkt, den mir der Speer gesagt hat. Wahrscheinlich wieder am Strand. Nee, nicht ganz. Okay. Ey, gibt's wirklich kein Fire Damage? Also ich bin jetzt gerade wirklich tief runtergefallen. Interessant. Also wenn ich jetzt hier runterfalle, kriege ich keinen Fire Damage. Okay. Was ist das hier? Kann man das ernten? Ach, es sieht erntbar aus, aber es ist nicht. Schade. Okay, hier haben wir unseren neuen, es sind 3. Es sind genauso viele, wie wir brauchen. Was ein Zufall. So, jetzt haben wir aber ein Problem, weil wir nicht genug Schlafplätze haben. Ja, wir müssen noch eine Schlafhütte bauen. Dringend. Weil wir kurz vor der Nacht sind. So, ich glaube, ich schaffe das nicht mehr, die Schlafhütte zu bauen, bevor ich selber jetzt schlafen muss. Danke. Oh, okay, okay. Haben wir hier noch Banken? Nee. Da vorne haben wir noch Banken. Ja, wir kriegen jetzt Damage, weil wir nicht schlafen gehen. Na, ich hoffe, ich schaff's noch. Wenn nicht, gehe ich gleich schlafen. Dann hat er halt Pech, dann muss er eine Nacht obdachlos übernachten. Der eine Typ, der jetzt zu viel ist. Müssen die 3 Neuen, die müssen dann Streichhölzer ziehen? Wer schläft draußen? Ja, ich habe kein Gras mehr. Komm, scheiß drauf. Ich gehe jetzt pennen, damit ich hier nicht sterbe. So, jetzt haben wir die zweite Schlafhütte gebaut. Wir haben jetzt 10 Schlafplätze, 8 Bevölkerung. Gut, sehr schön. Ah, hier können wir auch Arbeiter zuteilen, verstehe. Dann machen wir gleich mal 2 für die Sammlerhütte. So, sieht doch schon sehr, sehr gut aus, unser Dorf. Und bevor ich jetzt zum Ältesten zurückgehe und sage, wie krass ich bin, würde ich sagen, war es das mit diesem Teil von Tribe. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst den Like nicht, vergesst den Kommentar nicht, vergesst das Abo nicht. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, macht's gut und bis dann. Ciao.